Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Ihrem Knauf Daily heute zur Wochenmitte. Ja, und es ist nach wie vor und es bleibt auch noch ein wenig unruhig an den Märkten. Aber wir haben ja heute dementsprechend dann die FED-Protokolle heute Abend, die wir ja dann aus Amerika serviert bekommen. Da will man ja mal herauslesen, ob jetzt Jerome Powell, Chef der Federal Reserve, dann doch nochmal an der Zinsschraube drehen könnte oder nicht. Aber stehender und wichtigster Termin natürlich für die Börsen, ja, der beginnt morgen. Da soll es nämlich weitergehen am Donnerstag mit den Handelsgesprächen, natürlich USA und China. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen politisches Seitengeplänkel, nämlich 28 Unternehmen oder halt eben auch regierungsnahe Institutionen, die sind von den Amerikanern auf eine sogenannte Blacklist gesetzt worden. Und zwar geht es da wohl darum, dass diese Unternehmen und diese Institutionen aus China wohl massiv gegen muslimische Minderheiten vorgegangen sind. Ja, und jetzt sollen gerade den genannten 28 halt eben Visa-Beschränkungen auferlegt werden. Das nur Geplänkel an der Seite. Klar, dass die Chinesen natürlich sagen, hey, das ist eine interne Angelegenheit von uns. Das geht euch Amerikaner mal gar nichts an. Also hier ist zumindest mal ein leichter Schatten letztlich auf diesen Besprechungen, auf diesen Meetings, die ab morgen ja relativ hochrangig stattfinden sollen. Ja, da treffen sie ja im Prinzip die Unterhändler, die direkt unter den jeweiligen Präsidenten angesiedelt sind. Ja, solange das Ganze nicht platzt, solange wird natürlich der Markt oder die Märkte, muss man sagen, natürlich ganz klar auch Hoffnungen haben, dass es dann vielleicht doch mal baldigst weitergeht, um eine Einigung, um einen sogenannten Deal natürlich zu bekommen, den ja letztlich beide Seiten brauchen, meine Damen und Herren. Das wissen wir ja, die Chinesen genauso wie die Amerikaner auch. Denn wenn sich mittlerweile dieser Handelsstreit weltweit natürlich auf die Konjunktur und auf die Wirtschaft niederschlägt, ja, dann kann das natürlich auch nicht letztlich im Sinne des US-Präsidenten sein. Also geht man schon oder hofft man mal zumindest mal, dass man die ersten Teileinigungen vielleicht dann dieses Jahr bis Dezember noch vollziehen kann, den Rest dann ganz klar im Jahre 2020, wo vor allen Dingen halt eben die Urheberrechte oder Urheberrechtsverletzungen, die da aus China ja wohl begangen worden sein sollen, natürlich noch näher unter die Lupe genommen werden. Also die Märkte müssen sich natürlich momentan ganz klar mal wieder auf die Politik richten und das nicht nur im Handelsstreit USA und China. Nein, wir haben ja nach wie vor hier innerhalb Europas auch noch das große Thema des Brexit zu erledigen. Aber jetzt gehen viele Marktteilnehmer auch hier davon aus, eigentlicher Termin ist ja 31. Oktober, 31.10., dass selbst ein Boris Johnson jetzt mit der EU vielleicht dann doch noch Zeit raushandeln wird, dass dementsprechend vielleicht dann doch erst hier eine Entscheidung im Januar gefällt werden soll. Ja, das alles schwebt natürlich momentan verständlicherweise über den Märkten und die Amerikaner haben ja zudem auch noch das Problem, dass ihr Präsident ja mit einem sogenannten Impeachment, einem sogenannten Amtsenthebungsverfahren zu arbeiten hat oder zu rechnen hat. Die Frage natürlich, würde das durch den US-Kongress, würde das durch den US-Senat gehen, wäre das tatsächlich eine Möglichkeit oder eine Opportunity, tatsächlich sich hier vom US-Präsidenten zu verabschieden. Aber ich denke, so lange sind wir noch lange nicht. Die Demokraten mögen zwar tatsächlich im Kongress die Mehrheit haben, aber die letzte Institution in diesem Falle ist der US-Senat. Und da wiederum sind die Republikaner, also letztlich die Mannschaft von Donald Trump, die stärksten und die müssten es dann hinten raus nochmal absegnen. Also dahingehend sehe ich da momentan relativ wenig Chancen und Möglichkeiten, sich auf diese Art und Weise vom US-Präsidenten zu befreien oder zu entledigen. Also da werden wir eher sehen, dass nächstes Jahr 2020 Donald Trump mal wieder sich einmal noch als Präsident natürlich aufstellen lassen möchte. Und bis dahin muss er natürlich seine Konjunktur, seine Wirtschaft und vor allen Dingen natürlich den Handelskrieg
erledigt haben. Der Arbeitsmarkt, das haben wir ja letzte Woche mitbekommen, sieht ja gar nicht so schlecht aus in den Vereinigten Staaten. Da hat man zwar weniger neue Jobs letzte Woche geschaffen, aber die Arbeitslosenquote ist dann doch von 3,7 auf 3,5% nach unten gegangen. Und das zumindest doch mal für die Amerikaner ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, Quartalsberichtssaison, meine Damen und Herren, haben wir noch keine. Das heißt dementsprechend natürlich auch so gut wie keine Zahlen unterwegs, muss man sagen. Gut, wir haben ein bisschen was, aber das ist nicht viel. Wie gesagt, am Donnerstag bekommen wir den Südzucker, die Halbjahreszahlen, Gerresheimer nochmal Zahlen, am Freitag dann Lufthansa mit Verkehrszahlen. Ja, und ansonsten für alle die, die momentan natürlich auf dem Goldtrip unterwegs sind, ja, Gold hält sich ja momentan relativ gut über der Marke von 1500 US-Dollar pro Feinunze, 1508 liegen wir da gerade im Markt beim Thema sicherer Hafen. Also momentan ganz klar abwartende Haltung. Der DAX dreht sich rund um die Marke von 12.000 Punkten. Mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter. Es muss hier halt eben ganz klar in den nächsten Tagen Klarheit geschaffen werden. Das heißt Handelsstreit USA und China, die Gespräche und natürlich das große Thema des Brexit. Und sollte dazu dann halt eben tatsächlich noch Jerome Powell an der Zinsschraube da unten drehen von der Federal Reserve, dann wäre das natürlich ganz klar ein Kurssignal. Dann werden wir auch wieder weiter steigende Kurse sehen. Und somit bis zum Ende des Jahres haben die meisten Analystenhäuser hier aus Frankfurt dementsprechend dann auch den DAX bei einem Jahresendstand aktuell circa bei 12.500 Punkten taxiert. Schauen wir mal, ob wir da tatsächlich hinkommen. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Ganz klar, natürlich mit meinem Wochenrückblick und meiner Wochenvorausschau für Sie. In diesem Sinne, lassen Sie es momentan ein bisschen ruhig angehen, lassen Sie sich nicht nervös machen, halten Sie Ihr Cash, halten Sie Reserven, denn wenn, wie gesagt, die Kurse nochmal nach unten kommen, dann haben Sie die beste Möglichkeit, hier auf Schnäppchenjagd zu gehen. In diesem Sinne, Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.